Bitte lächeln. Ja, aber wie? Ich habe hier mal eine kleine Lächelgalerie aufgebaut. Das hier ist eine Tatortkommissarin, angemessen schiefes Lächeln. Oft ist die Rede vom Lächeln. Alle finden es gut. Man müsste mehr lächeln. Aber es gibt viele Varianten des Lächelns. Es kann verspitzt sein, wie bei diesem bayerischen Bub mit einem Augenzwinkern. Das Lächeln kann aber auch eiskalt und geradezu bewaffnet sein. Das möchte niemand gerne sehen. Wenn vom Lächeln die Rede ist, dann meist von dem, das freundlich, warmherzig und entwaffnend ist. Das wollen alle sehen. Die Alternative zum lauthalsen Lachen ist das Lächeln. Es kann viel kontrollierter und nuancierter ausfallen. Es ist keine bloße Affektäußerung, sondern entstammt einer bewusst gewählten Haltung, die in der Mimik zum Ausdruck kommt. Auf den Lippen liegt es. Spielt in den Mundwinkeln. Mehr noch schimmert es aus den Augen. Das Lächeln kann aber noch mehr. Es kann tapfer sein, ein bisschen traurig. Je nach Situation kann es auch missbilligend sein. Es gibt eine Schauspielerin, die die vielen Spielarten des Lächelns mal in einem einzigen Film durchgespielt hat. Mona Lisas Lächeln, so hieß der Film, in dem Julia Roberts 2003 die Hauptrolle gespielt hat. Sie spielt eine Kunsthistorikerin, aber ihre wahre Kunst ist das Lächeln. So fein kann es sein, dass es kaum mehr wahrnehmbar ist. Und nicht mit Gewissheit zu sagen ist, ob es überhaupt ein Lächeln ist. Für einen Moment gelingt Julia Roberts dieser seltsame Gesichtsausdruck der Mona Lisa, just als sie vor einer Reproduktion des Bildes von Leonardo da Vinci sitzt. Lächelt Mona Lisa oder lächelt sie nicht? Das ist die ewige Frage, die nicht mit Sicherheit zu beantworten ist.